So, ich wünsche allen Teilnehmern, die jetzt schon da sind, einige wählen sich gerade noch ein, sehe ich, schon mal einen wunderschönen guten Abend aus München. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Christian Stern und ich freue mich auf Grundlagen, Devisenhandel, Forex Trading heute Abend mit euch gemeinsam. Frage initial. Zunächst mal an euch gestellt, könnt ihr mich gut hören? Könnt ihr meinen Bildschirm bereits sehen? Wenn dem so ist, gebt mir bitte ganz kurz über unseren Chat hier das Okay, dass wir auch die Aufzeichnung starten können, sodass ihr euch natürlich wie immer auch hier diese Sendung heute nochmal angucken könnt. Ja, super. Bei Klaus hatte ich schon Angst, dass er kein Deutsch spricht, weil er Hello to Everyone geschrieben hat. Jetzt kommt aber ein deutsches Ja. Franz hat 2x geschickt, das soll wahrscheinlich auch heißen, das Ganze läuft hier. Von daher nehme ich mal an, dass das soweit funktioniert. Es könnte sein, dass der ein oder andere hier im Hintergrund so einen Starkregen aufs Fenster prasseln hört. In München geht gerade so ein bisschen die Welt unter. Wir haben also hier ein wunderschönes Sommergewitter, das gerade durch die Stadt zieht. Ich hoffe, bei euch daheim ist es einigermaßen angenehm und ihr könnt heute den Abend ja, genießen, euch jetzt hier das Webinar anschauen und ich hoffe natürlich auch, dass ihr heute so ein bisschen mitmacht, so ein bisschen aktiv seid, denn wie immer ist es so, wir kommen nur weiter gemeinsam, wenn ihr euch traut, Fragen zu stellen, wenn ihr die einfachen Fragen stellt, die ihr euch vielleicht woanders gar nicht traut zu stellen und dementsprechend rufe ich euch ganz innig und intensiv dazu auf, hier einfach ein bisschen mitzumachen, wenn euch was interessiert. Wenn euch ein Basiswert beispielsweise ganz besonders interessiert, dann schauen wir uns den gerne gemeinsam an. Wenn ihr beispielsweise auch eigene Trading-Ideen vorstellen wollt heute Abend, zum Beispiel ihr sagt, Euro-US-Dollar geht gerade long, weil Federal Reserve belässt den Leitzins, passiert gerade eben alles hier live an der Börse. Wir haben gerade die Zinsentscheidung in den USA, sehr interessant. Und dementsprechend, ja, wäre es schön, würde ich mich freuen, wenn ihr so ein bisschen den Abend mitgestaltet und dementsprechend eure Fragen loswertet, euch einbringt, Wünsche nennt und dementsprechend wir hier zusammen eben vorwärts kommen. Ja, initial habe ich euch ein kleines PowerPoint mitgebracht, relativ kurz und knackig, weil ich dann im Endeffekt lieber noch ein bisschen mit euch in die Praxis gehen möchte, in den MetaTrader und eventuell sogar den ein oder anderen Trade hier noch abschließen möchte, sodass wir hier, wie gesagt, jetzt nicht da die langweilige PowerPoint-Präsentation durchklicken, sondern hier schon die ersten Schritte wagen in den MT4 hinein, in das Trading hinein. Think Forex, unser Broker am heutigen Abend, der das Ganze hier möglich macht. Ihr seid dazu angehalten, mitzumachen. Das heißt, wenn der ein oder andere jetzt sagt, ja, wenn du später Trades platzierst, dann könntest du natürlich auch ja, gleich den Stop-Loss, den Take-Profit mit platzieren und der ein oder andere möchte vielleicht mitmachen, dann würde ich euch hier empfehlen, auf ThinkForex eventuell noch kurz das Demo-Konto runterzuladen, beziehungsweise Live-Konto eröffnen wird jetzt ein bisschen knapp werden, aber wie gesagt, wer mitmachen möchte, risikofrei, einfach kurz das Demo-Konto runterladen, das dauert 2, 3 Minuten und dann könntet ihr dann gemeinsam mit mir zusammen hier in der gleichen Handelsumgebung eventuell die Orders platzieren. Mario schreibt gerade, kein Audio mehr bei mir. Ich hoffe, dass das bei Mario jetzt ein lokales Problem ist. Ich bitte trotzdem nochmal die anderen kurz das Okay zu geben. Alles klar. Hans-Joachim schreibt alles okay und auch Mario hat wieder einen Ton. Also Tipp von mir, wer Lust hat und mitmachen möchte heute Abend, geht kurz auf die ThinkForex-Seite, kann man auch einfach googeln. Dann Demokonto einmal kurz ausfüllen. Die wollen gar nicht viel wissen. Das installieren und dann könnten wir dann gemeinsam am Ende des heutigen Webinars eventuell noch ein paar Trades hier platzieren. So, wir sind jetzt auch relativ viele, von daher, ja, denke ich mal, dass wir loslegen können. Ich beginne hier mit der PowerPoint-Präsentation. Wie gesagt, ich habe versucht, das so kurz wie möglich zu halten, möchte anfangs darauf hinweisen, dass wir hier alle 18 Jahre alt sind, zumindest gehe ich davon aus, und ihr deshalb unter eigenem Risiko agiert. Das heißt, alles, was ich euch heute Abend erzähle, muss nicht unbedingt immer der Wahrheit entsprechen. Es gibt gerade in der Trading-Szene sehr viele Leute, die tun so, als ob sie handeln können. Das muss aber gar nicht immer so sein. Es gibt auch sehr viele sogenannte Staubsaugerverkäufer, so nenne ich sie immer, die euch hier
Wunder weiß was erzählen, aber vielleicht kommt dabei gar nichts raus oder ihr macht nur Verluste damit. Das heißt, ihr müsst immer versuchen, das, was ihr lest und das, was ihr irgendwo hört, was ihr irgendwo aufgreift, zu verifizieren. Das geht relativ einfach, zumindest aus Sicht der Charttechnik, indem man sich einfach mal rückwirkend viele Charts anschaut, viele Zeitebenen anschaut, dann merkt man schon, ob das stimmt, was derjenige erzählt oder ob das nicht stimmt. Aber wie gesagt, hier der Hinweis, ihr handelt immer mit eigenem Risiko. Es kann passieren, dass ihr im CFD-Geschäft auch mit dem Hebel arbeitet und dementsprechend auch gehebelt Kapital verlieren könnt. Und dementsprechend müsst ihr hier also immer gut wissen, wie viel Geld ihr maximal riskiert. Ich werde aber dann auch nochmal zeigen, wie ihr das relativ schnell ermitteln könnt, was ihr denn in einem Trade verlieren könnt. Nichtsdestotrotz bitte denkt daran, ihr seid alt genug, ihr müsst euer Risiko immer kennen und müsst auch immer davon ausgehen, dass die Trades, die sich vielleicht auch wunderbar anhören, trotzdem nach hinten losgehen und in einem Verlust enden. So viel zum Risiko. Wer mich noch nicht kennt, ich sehe hier ein paar bekannte Namen in der Teilnehmerliste, ich sehe aber auch ein paar unbekannte Namen. Mein Name ist Christian Stern, ich sende gerade aus München, bin in Thüringen geboren und trade ungefähr seit 15 Jahren. Ich habe eine Ausbildung damals gemacht zum großen Außenhandelskaufmann, Bereich Stahlhandel, habe dann angefangen mit 16 ungefähr die Aktien zu kaufen von ThyssenKrupp, von Salzgitter und dann bin ich so ein bisschen reingerutscht in die ganze Thematik durch die Optionsscheine, Hebelzertifikate, später CFD-Handel und dann in die Futures rein. Das heißt, hier die ganze Schiene wirklich lange Zeit miterlebt, bei Gottmob Trader dann auch meinen eigenen Handelsservice gehabt und dementsprechend jetzt schon die zweite Firma, die sich auch mit dem Trading und mit dem Eigenhandel vor allem beschäftigt. Unsere Prämisse bei Trading Stars bzw. auch bei Trading Made in Germany ist einfach, dass wir eigene Konten handeln mit echtem Geld und kein Paper Trading machen. Und dementsprechend sollte man hier, wie gesagt, auch heute Abend seine Fragen loswerden können. Wenn ihr in irgendeiner Weise Fragen zum Trading habt, dann stellt sie mir. Eventuell können wir dann auch nochmal ein Webinar draus machen. Das heißt, wenn ihr jetzt Themen habt, die heute den Rahmen sprengen und vielleicht gar nicht zum Devisenhandel passen, schreibt es mir trotzdem und dann bauen wir da vielleicht nochmal ein Webinar ein, das euch vielleicht hier auch alle interessiert. Ja, so viel zu mir. Ihr erreicht mich unter unten genannter E-Mail-Adresse, falls Fragen auch morgen noch entstehen oder ihr die PowerPoint-Präsentation haben wollt oder ähnliches, dann schreibt mir ganz frei eine E-Mail. Ihr könnt mich duzen gerne. Wir sind hier immer per Du, weil wir sagen, niemand ist hier besser oder schlechter als der andere. Morgen kann der Markt schon wieder seinen Charakter verändert haben und der Trader, der seit 10 Jahren Geld verdient, ist vielleicht durchgefallen unten und dementsprechend ständiger Wandel. Lebensalter muss hier nicht unbedingt immer von Vorteil sein, sondern es geht hier relativ knallhart um Handelserfahrung und ja Qualität in der technischen Analyse. Ersten Fragen trudeln schon ein. Ich werde dann versuchen, wirklich auf alles einzugehen heute, wenn es zum Chart passt, dann auch gleich dazu. Mario fragt, gibt es das Demo-Trader-Konto auch in Euro? Ja, das gibt es auch in Euro. Zumindest habe ich mir vorhin eins in Euro aufgemacht, Mario. Einfach mal probieren und dann hier bei Currency einfach den Euro auswählen. Dann funktioniert das auch und es hat auch gut funktioniert. Ich habe hier ein Euro-Konto vorhin aufgemacht, einfach, dass wir heute zusammen mal ein bisschen rumspielen können. So, soviel zu meiner Person. Wer dazu noch Fragen hat, der kann, wie gesagt, das in den Chat schreiben oder mir natürlich auch gerne E-Mail schreiben. Wir wollen uns heute Abend beschäftigen mit dem Forex-Markt, dem sogenannten Devisenmarkt oder auch FX-Markt genannt. FX einfach nur die Abkürzung für Forex. Und Forex bedeutet einfach nur hier eben Devisenmarkt im Englischen. Das heißt, immer dann, wenn wir von Forex oder Forex-Brokern sprechen, dann geht es in der Regel darum, eben Währungen gegeneinander zu traden, Währungspärchen, der Euro, US-Dollar ganz bekannt beispielsweise, hier zu handeln und der Forex-Markt beschreibt also den Devisenmarkt. Er ist relativ groß, er ist wohl der größte Markt, den es gibt auf der Welt, er ist deutlich größer als der Aktienmarkt und als der Rentenmarkt zusammen, weil einfach natürlich auch in der Realwirtschaft sehr, sehr viel Geld jeden Tag getauscht wird in eine andere Währung. Dementsprechend dieser Markt für uns Trader interessant, weil er sehr groß ist, dadurch recht liquide ist und was halt auch interessant ist, die deutsche Börse macht 17:35 mit dem Xetra Settlement zu und wer dann natürlich am Feierabend zu Hause ankommt und sagt, ich möchte gerne traden, der muss entweder nach Amerika ausweichen oder natürlich dann hier den hochinteressanten Forex-Markt traden, der einfach 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet ist. Von daher vermehrt Privatanleger
im Segment des Devisenhandels unterwegs und dementsprechend auch heute Abend das Webinar. Es gibt viele Forex-Broker, die das auch hier möglich machen, dass wir diesen Markt von zu Hause aus im MetaTrader handeln können. Und dementsprechend interessiert das auch immer ganz, ganz viele Leute, wie sich dieser Markt überhaupt bewegt, zusammensetzt, wie man den vielleicht auch selber handeln kann. Ja, dann arbeiten wir uns mal durch die paar Folien noch durch. Bisschen Theorie muss immer sein. Börsenhandel mit Devisen, habe ich gerade schon gesagt, wird auch Forex oder FX genannt. Und dementsprechend ist er in der Masse außerbörslich organisiert. Was bedeutet das? Over-the-Counter-Trading, das ist ein Markt, der nicht über eine Börse reguliert ist. Das heißt, das, was euer Broker hier zur Verfügung stellt, wenn wir uns jetzt in den MT4 schauen und hier der Euro-US-Dollar von ThinkForex dargestellt wird, dann ist das ein Kurs, der nicht von einer Börse erzeugt wird, sondern aus einem sogenannten Liquiditätspool stammt. Das heißt, die Banken handeln natürlich untereinander die Devisen, die Broker handeln wiederum mit den Banken und dementsprechend kommt dieser Kurs hier vom Broker, aber nicht von der Börse. Das ist einfach hier der Grund, warum wir von einem OTC-Markt sprechen. Er ist nicht börsenreguliert. Es gibt zwar im Grunde genommen dasselbe auch an der Börse, das wäre dann ein sogenannter Future, der 6E-Future beispielsweise für den Euro in US-Dollar, aber diese Futures sind sehr, sehr teuer, das heißt mit kleinen Konten für Privatanleger ist dieser Future meistens gar nicht handelbar. So, der Regen in München wird stärker, ich hoffe, ihr könnt mich noch hören, es ist wirklich hier Weltuntergangsstimmung, ich hoffe aber, die Internetleitung hält das Ganze aus. Euro-US-Dollar beispielsweise jetzt hier, wie gesagt, ein sehr interessantes Währungspärchen. Ja, Forex-Markt eröffnet am Sonntagnacht schon und schließt erst wieder am Freitagabend. Auch das, wie gesagt, kann ein Vorteil sein und es geht hier so über den Tag weg, ja, über die ganze Weltkugel. Das heißt, in Sydney und Tokio geht's los, das sind sozusagen die, da ist bei uns noch Nacht, dann geht es langsam hier in Europa los, London 8 Uhr unserer Zeit, geht der Handel los, Frankfurt wird dann auch wach und in dem Moment, wo es dann in Europa langsam wieder Nachmittag und Abend wird, eröffnet dann auch schon der Handel in New York und dementsprechend ist die liquideste Zeit, beziehungsweise die Zeit, an der in der Regel am meisten passiert in den Währungspärchen, die für uns interessant sind, die sogenannte London Session von 8 Uhr unserer Zeit, das ist dann also, wann der Handel in London startet, und 18 Uhr circa unserer Zeit. Dann nach 18 Uhr plätschert dann der Markt zu langsam vor sich hin und es wird etwas ruhiger. Wer aber nachtaktiv ist und gerne handelt in der Nacht, der kann beispielsweise natürlich dann auf den australischen Dollar wechseln, auf den Yen wechseln, die dann eher in der Nacht auch ihre Bewegungen haben. Das heißt, die Möglichkeiten sind hier wirklich sehr vielfältig. Man kann eigentlich rund um die Uhr traden und dementsprechend hier versuchen natürlich auch Gewinne zu machen. Grundbegriffe im Forex-Markt. Wir sprechen immer von sogenannten Lots. Auch hier, wenn wir wieder in den MetaTrader kurz reingucken, ist dann schon die Bezeichnung Lot zu sehen irgendwo. Das heißt, hier im Volumen haben wir beispielsweise hier 0,01 Lot gehandelt. Das habe ich vorhin einfach mal so kurz im Euro-US-Dollar geskypt, haben einmal ganz kurz runter gehandelt und dann einmal kurz hoch gehandelt. Dementsprechend habe ich immer 0,01 Lot gehandelt. Was bedeutet das 0,01 Lot überhaupt? Schauen wir es uns wieder an. Ein sogenanntes Lot bezeichnet die Standardeinheit einer Transaktion im Gegenwert von 100.000 Dollar. Und da kommen wir jetzt schon auf den Punkt. Warum brauche ich einen guten Broker? Ich kann nicht immer als Privatanleger 100.000 US-Dollar in die Hand nehmen. Das geht einfach nicht. Ich kann also nicht immer ein volles Lot handeln. Und dadurch, dass wir eben die Broker haben, können wir auch sogenannte Mikrolots handeln. Das heißt, ich kann tiefer skalieren, als das am eigentlichen Markt überhaupt gehandelt wird. Die Banken untereinander handeln also immer in 100.000 Dollar Paketen, die Liquiditätspools, die Broker zerstückeln das, sodass wir eben als Privatanleger auch hier aktiv werden können. Das heißt, ich kann mit einem Lot den Gegenwert von 100.000 Dollar kaufen, mit 0,1 Lot kaufe ich den Gegenwert von 10.000 Dollar und mit dem Mikrolot, das ich gehandelt habe, handle ich eben nur noch 1.000 Dollar. Das heißt, ich habe vorhin mit meinen Mini-Trades hier, mit den Mikrolots 0,01 Lot, den Gegenwert von 1.000 Dollar hier gehandelt. Ja, relativ interessant, wie gesagt, für private Trader macht das auch Sinn.
Man muss also hier einen guten Broker haben, der auch diese Mikrolots anbietet. Die nächste Bezeichnung neben dem Lot, die ihr euch merken müsst, und das waren eigentlich schon die zwei wichtigsten, ist der sogenannte Pip. Pip hört sich schon winzig an, hört sich schon an, als wäre es was Kleines. Es bezeichnet die sogenannte vierte Nachkommastelle. Das bedeutet, wenn der Euro-US-Dollar um einen Pip steigt, steigt er also in der vierten Nachkommastelle um eine Anzahl an. Es gibt übrigens mittlerweile auch Broker, die eine sogenannte fünfte Nachkommastelle anbieten. Wir sehen das hier beispielsweise. Wir haben hier gar nicht nur vier Nachkommastellen, sondern mittlerweile sogar eine fünfte. Das heißt, es wird hier noch feiner skaliert, als das ursprünglich mal gehandelt würde. Man rechnet immer mit der fünften Nachkommastelle, sagt man auch Abrechnungseinheit, weil hier im Grunde genommen nur noch die Spreads Berücksichtigung finden. Das heißt, die vierte Nachkommastelle ist ein sogenannter Pip und eine volle Einheit, die gehandelt wird am originären Markt, ist ein sogenanntes Lot. Und alles, was wir darunter handeln, was wir kleiner skalieren als 1,0, ist dann ein Mikrolot. Das sind die Begrifflichkeiten, die ihr drauf haben müsst, beziehungsweise solltet, falls ihr euch hier mal mit anderen Forex-Tradern unterhalten wollt. Und dementsprechend wichtig merken, das Lot und der Pip. Preisbildung am Devisenmarkt ist eine relativ einfache. Der Markt ist ein OTC-Markt, aber auch an einem OTC-Markt bedeutet, wir haben Angebot und Nachfrage. Das heißt, hier kommt natürlich sowohl der Bär als auch der Bulle in den Markt rein und da, wo sich die beiden treffen und der meiste Umsatz generiert wird, dort wird auch der Kurs gestellt. Ja, zum Teil undurchsichtig wird der Markt dann, wenn man einen schlechten Broker hat. Das heißt, man sollte hier wirklich schauen, dass man einen ordentlichen Broker erwischt. Es gibt aber bei der ganzen Brokerage-Sache übrigens noch so ein paar andere Themen, die man sich mal anschauen sollte. Beispielsweise, ich habe das auf BrokerStars mal zusammengefasst, einfach die Broker, mit denen ich selber gerne handle. Warum könnte man ThinkForex beispielsweise jetzt anderen Brokern vorziehen? Das ist relativ einfach erklärt. Erstens, es gibt die Mikrolots, das ist Trading mit kleinen Konten möglich macht und zweitens, Sie sehen es schon, Zusatzversicherung für Kundengelder. Das heißt, es gibt Broker, die sitzen in Ländern, da ist eben die Einlagensicherung nicht ganz so prickelnd. Beispielsweise könnte das Zypern sein und es gibt eben Länder, in denen ist von Grund auf schon die Einlagensicherung sehr, sehr hoch. In England beispielsweise hier, wo ThinkForex reguliert ist bei der FCA, ist sie sogar besser als die deutsche Einlagensicherung. Und was dann natürlich noch ganz, ganz wichtig ist, sind beispielsweise die sogenannten Ausführungsqualitäten. Das heißt, der Kurs, zu dem ich jetzt wirklich dann auch abgerechnet wäre, wenn ich rein oder raus möchte in den Markt, das sind also Themen, warum wir uns für bestimmte Broker entscheiden und für andere vielleicht eben nicht. Man wird hier auf unseren Seiten eventuell auch den einen oder anderen Broker vermissen, der beispielsweise hier angeblich weltweit der größte ist. Das heißt, es gibt einfach Broker, die sind nicht unbedingt kundenfreundlich in der Abrechnung und es gibt Broker, die sind eben hier etwas nachhaltiger eingestellt, sagen wir es mal so. Okay, schauen wir weiter im PowerPoint hier. Preisbildung am Devisenmarkt also ganz genauso wie an anderen Märkten, Angebot und Nachfrage. Und dementsprechend schauen wir mal auf die einzelnen Währungspärchen. In der Regel werden Devisenkurse in Form von Ratios dargestellt und Ratios bedeutet, das sind Währungspärchen. Man sagt also immer, ich möchte beispielsweise wissen, wie viel ist denn der Euro wert? Dann kann ich aber nicht einfach sagen, naja, der Euro ist jetzt eben so und so viel wert, sondern ich muss ja immer in einer Einheit das Ganze bewerten und hier setzt man dann eben den Euro im Vergleich zum US-Dollar beispielsweise. Man kann aber dann den Euro eben auch mit dem mexikanischen Dollar vergleichen oder mit der türkischen Lira. Das heißt, man kann hier sehr, sehr viele Basiswerte kreieren, indem man sich eben immer neuen Input sucht. Und das ist auch wiederum sehr, sehr schön an diesem Markt. Man hat hier, wenn man mal so durch die Symbolleiste sich durchklickt, wirklich vom Exoten Euro gegen norwegische Krone bis zum Major-Währungspaar Euro-US-Dollar, kanadischer Dollar gegen Schweizer Franken. Man hat also wirklich eine sehr, sehr breite Auswahl im Devisenmarkt und man kann immer dann, wenn man sagt, naja, der Chart hier, der interessiert mich im Moment nicht, der sieht im Moment etwas langsam aus, der scheint keinen Trend zu haben, dann kann ich immer noch mich durchklicken und schauen, ob ich nicht eventuell hier irgendwo etwas Interessanteres finde für mein Trading. Und dementsprechend hat dieser Markt einfach eine sehr, sehr große Vielfalt und das ist für uns wunderbar.
Ja, größte, interessanteste Währungspärchen bzw. Währungen überhaupt, die gehandelt werden, sind der US-Dollar, der Euro und der japanische Yen, gefolgt dann vom britischen Pfund. Und dementsprechend, ja, ist das also für uns ein willkommenes, breites Marktumfeld hier. Forex Trading in Deutschland, ich habe mal ein paar aktuelle Zahlen rausgesucht vom CFD-Verband, die hier eben regelmäßig für Deutschland so ein paar interessante Zahlen rausgeben. Erstes Quartal 2016, das heißt, die sind auch sehr aktuell, mit 72% Anteil das beliebteste Währungspärchen überhaupt, der Euro gegen den US-Dollar. Das heißt, hier wird sehr, sehr viel getradet und dann seht ihr auch schon, was noch interessant ist. US-Dollar gegen japanische Yen beispielsweise, britisch Pfund, US-Dollar, das sind so dann die interessanten Währungspärchen, in denen wirklich viel getradet wird. Warum verändern sich Währungskurse? Das ist relativ einfach. Stellt euch vor, Audi verkauft ein Auto in die USA. Audi baut das Auto hier in Ingolstadt, hat Kosten in Euro. Der Audi-Konzern sitzt auch hier in Deutschland, beziehungsweise ist VW untergegliedert, rechnet auch in Euro ab, verkauft aber dieses Fahrzeug in den USA für US-Dollar. Das heißt, um das Geld nach Hause zu bringen und auch ordentlich hier im Konzern abzurechnen, muss ich den Wert, den ich bekommen habe für das Fahrzeug in Dollar, einfach schon mal in Euro tauschen. Das heißt, hier passiert sozusagen originär schon mal eine Bewegung, nämlich der sogenannte reale Warenaustausch, den wir einfach in einer zunehmend globalisierenden Welt hier sehr, sehr intensiv haben. Dementsprechend verändern sich also auch die Kurse der Währungen, weil einfach natürlich Angebot und Nachfrage ständig variieren. Nächster Punkt ist, es gibt in jedem Land einen anderen Zinssatz. Bei uns gibt es im Moment gar keine Zinsen. Bei den Japanern gibt es noch ein paar Zinsen und es gibt Länder, da gibt es sehr, sehr viele Zinsen. Das heißt, Kapital sucht natürlich auch immer nach Rendite und Geld fließt sehr, sehr schnell dorthin, wo es Rendite bzw. Zinsen abwirft. Und dementsprechend ist auch dies ein Grund für Kapital zu wandern in andere Währungen. Weitere Kursbewegungen können entstehen aufgrund von Absicherungen, dem sogenannten Hedging oder generell einfach auch aus dem Trading. Geschäften heraus, dass da Kursbewegungen und Trends entstehen. Absicherung bedeutet wiederum VW-Konzern bzw. Audi möchte sich gegen Währungsschwankungen absichern, hat also Angst, dass wenn sie in US-Dollar Autos verkaufen und der US-Dollar fällt, dass sie dann eben weniger verdienen. Dann können sie an den Währungsmärkten das natürlich machen mit einer entsprechenden Gegenposition, die dann einfach im Kurs gewinnt, wenn der US-Dollar tatsächlich fällt. Das heißt, man würde dann einfach hier die Gegenposition im Trading eingehen. Das machen tatsächlich auch die großen Konzerne sehr, sehr aktiv. Lufthansa hedgt sich beispielsweise im Ölpreis, weil die sehr, sehr viel Rohöl natürlich brauchen, beziehungsweise Kerosin brauchen. Und dementsprechend hat hier jeder Markt seine Aufgabe und dementsprechend bewegen sich die Märkte auch. Vorteile für uns Trader im Devisenmarkt ist einmal, das habe ich schon gesagt, der ständige zeitliche Marktzugang, die geringen Kosten bei den Brokern und dementsprechend auch hier diese riesige Liquidität, die wir hier nutzen können. Kleine Konten, wie gesagt, dafür braucht man gute Broker, die auch hier einen kleinen Kostensatz haben und die Mikrolots zulassen, aber da seid ihr hier bei thinkforex natürlich genau richtig. Nachteile gibt es auch, habe ich aber auch schon angesprochen, wir haben keine echten börsenkontrollierten Kurse, aber wie gesagt, man muss da einen guten Broker finden, dann ist das auch nicht so schlimm. Abweichungen sind möglich zu Kursen, die eben andere Broker haben und dementsprechend, ja, konkurrieren wir hier mit den großen institutionellen Marktakteuren. Aber das ist in jedem Markt so, das ist jetzt kein spezifischer Nachteil des Währungsmarktes und dementsprechend gibt es also hier in der Regel eher einen Vorteil beispielsweise im Vergleich zum Aktienhandel als einen Nachteil. Ja, größten Devisenhändler, Deutsche Bank hat da mal mitgespielt in der ersten Liga. Deutsche Bank ist da so ein bisschen im Rückzug, aber ihr seht, mit wem ihr euch hier anlegt, wenn ihr im Forex-Markt Gewinne machen wollt. Könntet ihr hier diesen Institutionen dann Geld abnehmen wollen. Könnte also auch manchmal schwer werden. Noch ein Hinweis zu den sogenannten Major-Währungspaaren. Das sind also alle die, die hier irgendwo den US-Dollar im Pärchen haben. Der Euro-US-Dollar überhaupt das Major-Währungspaar überhaupt, also Major größten Währungspärchen. US-Dollar gegen japanische Yen. Das britische Pfund gegen den US-Dollar, sogenannte Cable, US-Dollar gegen Schweizer Franken, US-Dollar gegen kanadischen Dollar, Austral-Dollar gegen US-Dollar und der Kiwi, der New Zealand-Dollar gegen den US-Dollar. Das sind also alles die, die wir auch gleich wieder im MetaTrader finden werden. Und dann gibt es noch die sogenannten Cross-Rates oder auch Miners genannt, die eben hier nicht den US-Dollar im Pärchen haben oder
sehr, sehr exotische Währungspärchen sind. Das könnte also beispielsweise sein der Euro gegen den australischen Dollar. Okay. Gibt es noch ein interessantes Special zu diesem Währungsmarkt? Es gibt nämlich den sogenannten US-Dollar-Index. Dieser Index zeigt jetzt nicht nur den US-Dollar gegenüber einer anderen Währung, wie wir das jetzt in den klassischen Währungspärchen gesehen haben, sondern er zeigt eine relative Stärke bzw. Schwäche gegenüber verschiedenen anderen Devisen an. Wir haben also hier auch nochmal die Gewichtung. Der Schweizer Franken ist beispielsweise bei, die Krone ist dabei, die schwedische, kanadische Dollar, britische Pfund, japanische Yen und natürlich in der Masse gewichtet der Euro. Muss man dazu sagen, leider ist diese Gewichtung schon lange nicht mehr aktualisiert worden. Man müsste das also eigentlich ein bisschen umgewichten, damit das wirklich eine schöne Aussage gibt, aber nichtsdestotrotz kann man diesen US-Dollar-Index natürlich nutzen. Hier habe ich ihn mal aufgezeichnet, das ist ein langfristiger Wochenchart. Wir sehen also, dass der US-Dollar generell gerade im Aufwärtsmodus ist, das heißt hier nach oben sich vorarbeiten kann und man sieht eben dann, dass er nicht nur gegen den Euro stark ist, sondern dass er eben auch generell gegenüber anderen Währungen stark ist. Man kann also den US-Dollar-Index auch immer mal in der Analyse benutzen, das heißt, wenn man so sich ein übergeordnetes Bild machen möchte über den US-Dollar, dann kann man natürlich auch diesen analysieren. Wenn ihr TradeSignal beispielsweise benutzt, ist das Kürzel UDX. Also wenn ihr UDX hier eingebt, kommt der US-Dollar-Index. Und dann seht ihr eben immer, wenn der hochgeht, dann ist der US-Dollar gegenüber diesen anderen fünf Währungen relativ stark. Und wenn er runtergeht, dann ist der US-Dollar schwach und verliert gerade an Wert. Devisenmarkt und Rohstoffe sind negativ miteinander korreliert, beziehungsweise der US-Dollar ist negativ mit dem Rohstoffmarkt korreliert. Das heißt dann, wenn der US-Dollar im Allgemeinen steigt, fällt in der Regel der Rohstoffmarkt zurück. Das ist nice to know, das kann man in der Regel im Trading nicht unbedingt jetzt täglich umsetzen, weil das sehr langfristige Beobachtungen, das muss auch nicht jeden Tag so sein, aber man kann das mal wissen, meiner Meinung nach, weil das einfach in der Regel langfristig so funktioniert. Volkstrading in der Praxis, das soll heute der größere Part werden. Was macht man denn, um Trades zu finden bzw. Forex zu handeln? Nun, ich muss natürlich zunächst mal einen Plan entwickeln. Und diesen Plan zu entwickeln, ist aus meiner Sicht heraus das Wichtigste überhaupt, das eure Aufgabe zu Hause ist. Das heißt, ihr wollt Geld verdienen mit dem Forex-Markt und dieses Geld verdienen müsst ihr bestmöglich vorbereiten. Aus meiner Sicht bietet sich da auch ein gewisses Ritual an. Das heißt, es macht Sinn, sich immer sonntagabends hinzusetzen. Es macht Sinn, sich immer montagsabends hinzusetzen, je nachdem, wie man eben Zeit hat, und dann den Schlachtplan für die Tradingwoche zu entwerfen und dementsprechend sich dann auch daran halten zu können. Bevor wir jetzt hier in die Praxis reingehen, was das Forex Trading angeht, möchte ich ganz kurz auf eure Fragen zu sprechen kommen. Mario, die Frage hatte ich schon beantwortet, von daher gehe ich mal weiter zum WF, weiß nicht wofür WF steht, ist aber auch nicht so schlimm. Ich lese einfach mal die Frage vor. Frage zum Forex Spread als Forex Anfänger. Wie beachtet man den Spread richtig? Gechartet wird ja immer Bitkurs, wie beim CFD. Ist dann der am Interbankenmarkt gehandelte Kurs Bit plus Hyperspread oder wie funktioniert es genau? Beim Future werden ja nur echte Kurse gechartet. Also, die einfachste Lösung ist im Grunde genommen, um das herauszufinden, ihr nehmt euch mal ein Währungspärchen zur Brust, nehmen wir jetzt beispielsweise mal den Euro-US-Dollar, und dann seht ihr jetzt hier nur einen Kurs. Das bedeutet, ihr seht hier entweder den Ankaufkurs oder den Verkaufkurs. Es gibt ja an der Börse immer einen Kurs, zu dem kann man gerade kaufen und einen Kurs, zu dem kann man gerade verkaufen. Und die Differenz zwischen An- und Verkaufskurs ist der Spread. Jetzt sehen wir hier tatsächlich aber immer nur einen. Und dementsprechend gibt es einen relativ leichten Trick. Man macht einfach einen neuen Auftrag auf und sieht in dem Moment dann sowohl, vielleicht war es zu schnell, einfach ins leere Chartfenster reingehen, rechtsklicken, Handel,
neuer Auftrag. In dem Moment seht ihr nämlich jetzt nicht nur den einen Kurs, der euch hier angezeigt wird, sondern ihr seht sowohl den Ankaufkurs, das ist also in dem Moment der rote, und ihr seht auch den Verkaufkurs. Also ihr seht Bid und Ask und ihr seht jetzt auch gleich, wie ist denn dieser Spread in der Relation zueinander. Das heißt, ihr könnt hier schon ungefähr auch abschätzen, wie groß ist der Spread. Manchmal ist er so gut wie gar nicht da. Manchmal ist er dann so ein, zwei Pips groß. Das kommt jetzt je nach Marktsituation an. Im Moment haben wir hier die volle Action, weil die Federal Reserve gerade ihre Minutes hat. Das heißt, hier die Pressekonferenz läuft. Dementsprechend verändert sich der Spread da auch so ein bisschen. Aber man kann also jetzt hier in dem Moment sehen, wie sich dieser Spread darstellt. Und dieser Spread ist jetzt natürlich nicht der Interbanken-Spread, sondern es ist der Spread von Think Forex. Das heißt, dieser Spread wird so von Think Forex jetzt angeboten und dementsprechend kann man den jetzt auch direkt so handeln. So, ich gehe mal weiter. Klaus schreibt, was funktioniert denn wirklich? Habe mehr als 200 Systeme studiert, nur drei funktionieren halbwegs. Funktionieren ist ganz, ganz schwierig, weil die meisten Trader verlieren ihr Geld, das ist ganz klar. Funktionieren insofern, würde ich sagen, kann ein System bei einem Trader A, muss aber beim Trader B schon wieder genauso nicht funktionieren. Das heißt, jeder muss sich im Grunde genommen da so ein bisschen sein eigenes System natürlich aneignen. Was ich mache, ist im Grunde genommen immer dasselbe. Das heißt, ich versuche immer, nicht jetzt nur nach Markttechnik zu traden, nicht nur nach Charttechnik zu traden, sondern ich versuche immer, verschiedene Sachen miteinander zu kombinieren, weil auch ich der Meinung bin, dass einzelne Setups und einzelne Strategien wirklich nicht immer funktionieren, teilweise auch nicht profitabel sind, dass aber in der Masse dann, wenn man Sachen miteinander kombiniert, eben die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man zum Erfolg kommt. Das heißt, man sollte hier möglichst versuchen, verschiedene Muster, verschiedene Ansätze, Elliott-Wellen, Fibonacci und so weiter und so fort, miteinander zu kombinieren. Wie das funktionieren kann, das lernt ihr ja sowieso in den nächsten Webinaren, die wir noch zusammen machen. Und wie gesagt, ich werde es auch kurz zeigen, wie ich in der Praxis in gute Trades reinkomme. Beziehungsweise das versuche. Ja, dann schreibt nochmal WF. Problem ist, dass es einfach am Forex-Markt zu viele Nachrichten auch gibt. Wer ein Problem hat mit den ganzen News und diesen ganzen Bewegungen, wie beispielsweise der jetzigen Bewegung, der kann ganz einfach eines tun, nämlich der geht vom 5-Minuten-Chart hoch in den Stunden-Chart oder in den Tageschart. Und beispielsweise spätestens jetzt hier im Tageschart seht ihr schon, ist die Bewegung, die im 5-Minuten-Chart end-long aussieht, vollkommen minimiert. Das heißt, hier werden keine Stops gefischt und nichts passiert. Das heißt, wenn ihr Probleme habt mit der mit dem Aktionismus am Forex-Markt, mit der Volatilität, die manchmal intraday eben durch Nachrichten ausgelöst wird, dann der Tipp von mir, einfach in den Zeiteinheiten hochgehen. Das heißt, schaut euch nicht mehr die 5-Minuten-Charts an, schaut euch die Tagescharts, schaut euch die Stundencharts an. Das macht dann in der Regel für euch mehr Sinn, weil da wird sich eine Nachricht in der Regel eher selten auswirken, beziehungsweise wird es in der Regel auch wieder korrigiert. Soweit haben wir das jedenfalls festgestellt. Aufzeichnungen vom Webinar gibt es auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall eine hochladen auf meinen YouTube-Kanal tradingstars.de und dann rechts oben hier auf YouTube-Button klicken, dann landet ihr bei mir im YouTube-Kanal, könnt dann hier am besten das gleich abonnieren und dann seid ihr dabei. Dann habt ihr auch das Video und könnt euch das, wie gesagt, nochmal angucken. Ansonsten Mario fragt wegen MT4, weil er Probleme hat wegen Runterladen. Mario, bitte dann einmal an den Support von Think Forex hier wenden. Die werden dir eine Mac-Version dann zur Verfügung stellen. Das würde jetzt einfach den zeitlichen Rahmen sprengen. Wir wollen einfach auch versuchen, noch ein bisschen zu traden hier natürlich. Okay. Problemstellung wurde vorhin von euch auch schon mal angesprochen. Es sind nicht immer alle Sachen profitabel, es sind nicht immer alle Bücher, die man liest, gut und man muss sich aber trotzdem jeden Tag wieder mit diesem Markt auseinandersetzen, beziehungsweise man möchte ja irgendwann auch mal Gewinne machen. Was Sinn machen kann aus meiner Sicht, ist eine Routine zu entwerfen, einen Schlachtplan zu entwerfen und was mir da sehr viel hilft, ist die sogenannte Trading Matrix. Ihr seht, das sieht relativ unprofessionell aus, weil ich es natürlich selbst gebastelt habe. Das soll auch jetzt nicht schön sein in dem Moment, sondern das soll einfach hier zielführend sein. Und das Einzige, was ich hier mache, ist im Grunde genommen, ich mache eine Multi-Timeframe-Analyse. Das heißt, ich beginne
in den übergeordneten Zeiteinheiten. Ich beginne mit einem Blick vom Feldherrenhügel und schaue, wie fließt in den langfristigen Zeitebenen, wie fließt im Wochenchart das Kapital? Fließt das eher rein oder fließt das eher raus? Das heißt, ich möchte grob wissen, entwickelt sich dieses Währungspärchen bzw. dieser Basiswert eher auf die Long-Seite oder eher auf die Short-Seite? Und das ist eine Information, die ich hier visualisiere, die natürlich jeder ganz, ganz einfach ermitteln kann. Das heißt, ich kann mir jetzt irgendeinen Wert hernehmen, wir machen das jetzt mal für den Euro-US-Dollar hier fest. Ich nehme einen Wert wie den Euro-US-Dollar und beginne im Wochenchart zu analysieren. Hier sieht man jetzt relativ schnell, Mensch, so grob gesehen, rollt mal mit eurem Schreibtischstuhl so 5 Meter weg vom Bildschirm, das Ding läuft von links oben nach rechts unten. Das heißt, hier sprechen wir schon mal in keinstem Fall von einem Aufwärtstrend, sondern eher von einem Abwärtstrend. Das bedeutet, hier würde ich jetzt in meine Trading Matrix auf jeden Fall einen roten Bullen einzeichnen. Und was bedeutet dieser rote Bulle? Der verbietet mir in dem Moment, egal in welcher Zeitebene, long zu gehen. Der verbietet mir jetzt erstmal nur, diesen Wert zu kaufen. Egal, ob es im 5-Minuten-Chart ist oder im Stunden-Chart ist, ich bin auf jeden Fall dann, wenn ich long gehe, entgegen dem übergeordneten Trend unterwegs. Und wir wissen, je langfristiger der Zeithorizont wird, desto größer werden die Marktteilnehmer, desto mehr Geld haben die auf dem Konto und desto wahrscheinlicher sind auch dynamische Bewegungen in diese Richtung. Das heißt, wir sollten immer versuchen, eben nicht gegen diese großen Fische zu schwimmen. Das macht überhaupt keinen Sinn in der Regel. Das heißt, wir haben hier einen Wochenchart mit einem roten Bullen. Jetzt gibt es aber Chartbilder wiederum, die sind nicht so eindeutig. Das heißt, sie laufen eben nicht so schön von links nach rechts über den Bildschirmrand, dann hilft euch eine ganz einfache Methode, nämlich ihr legt euch jetzt hier einen sogenannten gleitenden Durchschnitt ins Chartbild rein, MT4, einfügen, Indikatoren, Tendenz, Moving Average. Moving Average bedeutet gleitender Durchschnitt und dann geht das Fensterchen auf, dann stellt ihr euch die Periode auf 200, macht die Linie noch ein bisschen dicker, weil das ein wichtiger EMA ist und werft euch das jetzt mal in den Chart rein. Der berechnet sich jetzt erst hier, weil er eben erstmal 200 Perioden braucht, um sich überhaupt zu berechnen. Das macht aber nichts. Wir sehen, der läuft von links nach rechts nach unten und der Kurs ist darunter. Das bedeutet, wir haben hier einen technischen Abwärtstrend. Das ist ganz, ganz klar definiert. In dem Moment, wo der Kurs unterhalb dieser Filterlinie läuft, zeichnet ihr euch hier einen roten Bullen in den Wochenchart rein und dann geht es weiter. Wir wissen jetzt, Short-Modus könnte interessant sein, Long-Modus ist verboten. Geh mal tiefer rein in die ganze Sache, weil hier sind wir in der Investitionsschiene, das heißt, es hat mit Trading wenig zu tun, mit Daytrading gar nichts zu tun. Gehen wir tiefer. Gehen wir jetzt mit diesem Wissen, dass Long-Trades vielleicht interessant sein könnten, Long-Trades verboten sind, aber Short-Trades vielleicht interessant sein können, tiefer. Vom Feldherrenhügel haben wir uns jetzt einen Eindruck über das Geschehen gemacht, über das Kriegsgeschehen. Jetzt gehen wir in die einzelne Schlacht hinein. Das heißt, wir wissen jetzt eventuell schon, was könnte uns hier interessieren. Das gehe ich in den Tageschart runter. D1, eine Kerze ist ein Handelstag. Und wir sehen wiederum den Kursverlauf. Und man würde jetzt ohne den gleitenden Durchschnitt vollkommen im Leeren laufen. Das heißt, man würde einfach nur einen Kurs sehen, der läuft von links nach rechts, ohne hoch oder runter zu laufen. Man würde hier von einer sogenannten trendlosen Seitwärtsphase sprechen. Der gleitende Durchschnitt filtert uns das Ganze und ihr seht auch hier schon sehr schön, dass der Kurs in der Regel diesen gleitenden Durchschnitt auch sehr, sehr ernst nimmt. Die sogenannte 200-Tage-Linie, die wir uns jetzt gerade anschauen, mit einem exponentiell geklettenden gleitenden Durchschnitt, diese ist sehr, sehr wichtig, weil einfach Entschuldigung, wir müssen das mal exponentiell noch machen. Rechtsklick auf den gleitenden Durchschnitt, Eigenschaften und dann exponentiell. Warum exponentiell? Exponentiell gewichtet einfach die jüngeren Vergangenheiten etwas stärker als das, was schon länger zurückliegt. Und das ist natürlich Grundannahme der technischen Analyse. Das, was gestern passiert ist, wirkt sich eher auf heute aus, als das, was vorgestern passiert ist. EMA 200, sehr, sehr wichtiger Indikator, der oft wahrgenommen wird vom Kurs und als Filter dient. Wir haben also hier einen Kurs wieder unter der 200-Tage-Linie. Was zeichnen wir hier ein in die Matrix?
einen roten Bullen. Jetzt wird es schon interessant. Es fließt Geld raus im langfristigen Chartbild und es fließt Geld raus im mittelfristigen Chartbild. Und wir sehen hier auch schon, wenn jetzt jemand beispielsweise auf die Markttechnik steht, dass wir hier einen Abwärtstrend haben. Wir haben hier einen Abverkauf, eine Korrektur, einen Abverkauf, eine Korrektur. Und wenn man sich diese Korrektur jetzt mal etwas genauer anschaut, bricht die natürlich auch den vorherigen Aufwärtstrend aus Sicht der Markttechnik. Und immer dann, wenn wir ein doppeltes Tief bzw. ein doppeltes Hoch sehen, muss ich mal sehen, wie man das einzeichnet. Hier beispielsweise, schaut euch das mal an. Der Kurs läuft hier zweimal ran, kommt zweimal nicht vorwärts und dann geht es nach unten. Das passiert sehr, sehr oft. Doppeltes Top mit bärischem Ausblick. Was passiert denn im Moment? Wir haben einen Abwärtstrend und schaut mal, was hier ist. Ein doppeltes Top. Nach unten geht es sowieso schon wieder. Nach dem Impuls hatten wir auch schon eine Korrektur. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Wert weiter gen Süden laufen wird, ist deutlich höher, einfach weil die großen Big Player eben diesen Wert gen Süden handeln, als dass wir hier nachhaltig eine Bewegung nach oben bekommen. Und jetzt ist es im Moment so, dass die heutige Tageskerze nach oben geht. Warum? Weil wir gerade, wie gesagt, die Nachrichtenlage haben. Den ganzen Tag ist hier nichts passiert. Und dann kann man natürlich so einen Anstieg auch mal nutzen. Das heißt, ich kann natürlich jetzt hier mich in die große übergeordnete Bewegung hier reinkaufen. Schauen wir uns den nächst tieferen Chart an. Das wäre also jetzt hier der H1, der Stundenchart. Und der Stundenchart, der zeigt uns, Mensch, du musst aufpassen, wir gehen gerade über den EMA 200 drüber. Das heißt, der Filter sagt uns, ja, Abwärtstrend war da, im Moment gehen wir aber jetzt wieder nach oben. Das heißt, wir haben hier die letzten Hochs überwunden. Das heißt, Vorsicht, im Stundenchart dürfen wir hier im Excel-File in dem Moment den roten Bullen nicht mehr einzeichnen. Wir müssen auch keinen grünen einzeichnen, sondern wir haben ja gerade erst den Abwärtstrend gebrochen, sondern wir gehen hier jetzt in die neutrale Stellung rein. Das sagt mir jetzt sofort, du, wenn der H1-Chart irgendwann mal wieder dreht, das heißt, wenn wir den Trendfilter wieder unterschreiten, ist das Ding interessant. Ansonsten sind aber hier die Zeitebenen nicht konform und dementsprechend halten wir uns einfach hier aus diesem Währungspärchen ganz geschmeidig raus. Das ist auch eine große Kunst des Tradings übrigens, dass man an der Seitenlinie stehen kann, dass man hier nicht jede Nachricht gegen den Trend handelt, dass man nicht aktiv ist, sondern dass man eben so wenig wie möglich tradet, aber nur dann, wenn eben die Chancen sehr, sehr gut sind. Und diese Trading Matrix könnt ihr euch machen. Die macht ihr euch sowieso nur einmal die Woche, weil ihr nur einmal die Woche eine Wochenkerze bekommt. Die könnt ihr euch theoretisch jeden Tag machen, aber die wird sich auch nicht so oft verändern und die könnt ihr den ganzen Tag dann beobachten. Aber im Grunde genommen filtert euch das große Chartbild die Richtung schon vor und dann schlagt ihr nur zu, wenn alle drei konform sind, weil einfach dann die Chance auf große dynamische Bewegungen besser ist als sonst. Wir haben nämlich auch oftmals die Phase, dass wie heute Intraday, Euro, US-Dollar den ganzen Tag nur von links nach rechts sich bewegt. Der macht neue Hochs, der macht neue Tiefs, der zieht euch die Stops ab. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn zu traden. Jetzt bewegt er sich mal aufgrund der Nachrichtenlage, okay. Macht nicht unbedingt Sinn für mich als Charttechniker, weil ich nicht weiß, in welche Richtung, beziehungsweise in der Regel weiß ich, das wird auch wieder abverkauft, das Ganze. Und dementsprechend interessiert mich das nicht. Mich interessiert nur dann, wenn eben hier die Trading Matrix sagt, go. Und da können wir uns vielleicht nochmal zwei, drei andere Währungen anschauen. Vielleicht finden wir nämlich dann auch einen Trade. US-Dollar gegen japanischer Yen. Schauen wir es uns kurz an. Ihr nehmt einfach hier aus der Symbolleiste euch das Ganze raus. US-Dollar gegen japanischer Yen. Einmal anklicken, links gedrückt lassen, nach rechts ins Chartfenster ziehen. Und wir fangen ganz routinemäßig an. Sonntagabend, Montagabend, Wochenchart. W1. Wie sieht's aus? Naja, interessant ist es schon, ne? Wir sind ganz schön runtergelaufen, sind jetzt unter den EMA gegangen und wir kämpfen gerade wieder mit dem EMA. Das heißt, die Reaktion am EMA ist sowieso wieder da. Was würdet ihr einzeichnen? Naja, entweder gelb, weil wir kämpfen gerade so ein bisschen mit dem EMA, aber der Kurs ist eher drunter und wir gehen auch schon seit vielen Monaten runter. Das heißt, hier würde ich vom Abwärtstrend sprechen. Der Tageschart ist die nächste Zoom-Stufe. Wir haben einen wunderbaren markttechnischen Trend, Impuls, Korrektur, Impuls und so weiter und so fort. Das bewegt sich also hier wunderbar. Und was wir jetzt auch wieder sehen, ist die 200-Tage-Linie. Schön hier gen Süden gerichtet, der Kurs darunter und dementsprechend auch hier also ein roter Bulle einzuzeichnen. Nächster Schritt ist hier der Stundenchart. Und der Stundenchart sagt uns eines, naja, ich bin unentschieden.
EMA ohne Steigung, der läuft von links nach rechts, der Kurs schwankt rumherum, das heißt, der möchte sich erst noch entscheiden. Was kann ich jetzt aber doch machen? Naja, es ist doch ganz klar, wenn der Kurs hier unter das letzte Tief geht, dann ist er ja natürlich auch wieder unter dem EMA, weil der bewegt sich ja recht träge, der bewegt sich ja auf Basis der letzten 200 Stunden. Das heißt, ich kann doch jetzt eine trendkonforme Order platzieren, wenn das Tief unterschritten wird. Einmal aus Sicht der Markttechnik natürlich, dann kann ich auch davon ausgehen, dass hier Stops liegen von Longkäufern, das heißt, hier könnte es dann auch eine knallige Bewegung geben und dementsprechend würde ich also gerne hier unter dem Tief schon mal eine Order platzieren. Das kann ich relativ einfach machen, mit Hilfe der Pending Orders, das heißt, ich kann jetzt schon eine sogenannte Sell-Stop-Order platzieren. Das geht ganz einfach. Das Einzige, was ich jetzt unbedingt wissen sollte, ist natürlich, du, wie sieht's aus, was verliere ich denn im Verlustfall? Und dazu nehme ich einfach ein Hilfsskript, das nennt sich Linien, ziehe das auf den Chart und dann brauche ich einmal die rote Linie, das ist mein Risiko. Ich möchte mich also über diesem Hoch dann auch wieder ausstoppen lassen. Ich muss ja immer davon ausgehen, dass ich nicht recht bekomme. Auch wenn ich gut analysiere, bekomme ich nicht immer recht. Und die grüne Linie soll der Einstieg sein. Das heißt, ich möchte unter diesem Tief Short reingehen, weil ich dann wieder in die Richtung der großen Zeiteinheiten laufe. Und wenn er aber dann hier reinkommt und dann doch nach oben dreht, muss ich diesen Trade auch dann wieder verwerfen. Und dementsprechend möchte ich aber jetzt mein Risiko kennen. Und hier seht ihr schon, kleinste Lotgröße sind ein Mikrolot, kosten mich um die 30 Euro Risiko. Das heißt, ich kann hier auch mit einem kleinsten Konto ein super Risiko Money Management fahren. Das heißt, ich riskiere mit diesem Trade nur 0,01 Lot. Und hier kann ich jetzt also natürlich auch eins machen. Wenn ich, sage ich mal, ein Konto habe von 10.000 Euro, dann kann ich relativ schön jetzt auch, ich sage, 1% Risiko fahren, wahrscheinlich 0,03 Lot handeln. 0,03 Lot, entsprechend 0,9% Risiko für mein Depot. Dafür habe ich jetzt das Lotgrößenskript genutzt. Das heißt, ich kann jetzt ganz einfach eine Position aktivieren mit 0,03 Lot, nicht zur Marktausführung, sondern Pending und eine Sell-Stop-Order. Die lege ich hier unter das letzte Tief. Ihr geht einfach nur auf die Kerze drauf und seht dann unten schon mit dem L 103,99, das heißt auf 103,99 wollen wir reingehen in die Position und dann lassen wir uns hier oben über diesem Hoch ausstoppen bei 107,5 ungefähr. Aktivieren wir die Order und wir sehen, der MT4 hat jetzt hier die Order schon drin. Ihr seht sie hier unten, Sell Stop, US-Dollar gegen japanischen Yen. Da passiert noch gar nichts, erst wenn der Kurs hier drunter geht, wird sie aktiviert und der Stop-Loss liegt hier oben drüber. Und ihr seht jetzt auch schon, wenn ich jetzt auf die Linie draufhalte mit der Maus, auf die rote gestrichelt, dann sehe ich schon, ich verliere 90 Euro. Das ist also weniger als 1% meines Depots. So kann ich ganz einfach ein super Risiko Money Management hier im MetaTrader auch umsetzen. Also US-Dollar, japanische Yen ist für mich ein Short, aber nicht zum aktuellen Preis, sondern wie gesagt hier erst dann, wenn wir nach unten wegdrehen. British Pfund, US-Dollar, schauen wir uns auch hier die Situation im Chartverlauf mal an und wir können übrigens auch eins machen, wenn ihr bei den nächsten Webinaren wieder dabei seid, das nächste ist glaube ich auch schon in der nächsten Woche dann können wir natürlich immer wieder auf die Positionen gucken. Ich schaue mal kurz, wann das nächste Webinar stattfindet, am 3. August um 20.30 Uhr, das heißt nächste Woche Mittwoch, können wir auch wieder gucken, wie entwickelt sich das Ganze. British Pfund, US-Dollar, ganz routinemäßig, Wochenchart, abwärts gerichtet, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Tageschart, abwärts gerichtet, schön am EMA 200 immer wieder abgeprallt das Ding und es läuft ja hier nach unten. Das heißt, ich könnte auch im British Pfund US-Dollar hier mit einem Trade vielleicht arbeiten, aber der Stundenchart sagt mir, du musst aufpassen im Moment nicht zum Marktpreis shorten. Aber was sehen wir auch? Naja klar, wir haben wieder die schöne Situation, hier eine Unterstützungslinie, super definiert, einmal durch dieses markante Tief, dann wieder durch dieses Tief hier und hier oben kommt dann ja, so ein bisschen so eine Dreiecksformation vielleicht jetzt nach unten. Das heißt, hier könnte man also auch mit der Auflösung des Dreiecks dann einen Trade nach unten durchziehen. Stop-Loss legt man dann auf das letzte Hoch und dementsprechend hier eine Pending-Order. Ich versuche jetzt aber an dieser Stelle mal aus Zeitgründen vielleicht auch noch einen Trade zu finden, den wir direkt eröffnen können. Austral-Dollar, US-Dollar. Schauen wir uns auch dieses Pärchen mal kurz durch. Ihr seht schon, diese Trading-Matrix kann euch schon helfen. Wochenchart. Situation abwärts gerichtet, Long Trades verboten, Short Trades erlaubt. Da
Tageschart, wie sieht es da aus? Naja, würde ich gelb einfärben, weil wir laufen hier ohne Steigung des EMA. Wir sind so in einer Schiebephase, könnte sich stabilisieren, das Ganze muss aber nicht, von daher uninteressant. US-Dollar gegen kanadische Dollar. Mal auch hier nochmal kurz drauf auf die einzelnen Währungspärchen. Das Schöne ist, wenn ihr das einmal gemacht habt am Sonntagabend, dann müsst ihr das ja auch nicht mehr machen. Könnt ihr das die ganze Woche benutzen. Wochenchart ist aufwärts gerichtet, das ist ganz klar. Der Tageschart jetzt übrigens auch. Das ist ein schönes Pärchen. Schaut euch das an. Im Wochenchart, Aufwärtstrend, ganz klar. Schön korrigiert. Läuft wieder. Tageschart. Wir sind jetzt über die EMA 200er Linie angestiegen. Wir sind über die letzten Tiefs ausgebrochen und wir hatten auch hier die Situation, dass wir aus Sicht der Charttechnik hier aus einem Dreieck ausbrechen. Das heißt, wir haben nach oben hin Druck aufgebaut. Stellt euch, versetzt euch einfach in den Kurs rein. Das ist ganz einfach. Der Kurs fällt. Der Kurs stabilisiert sich. Der Kurs kommt an eine Barriere. Und dann müsst ihr auf die nächsten Tiefs schauen. Die steigen immer weiter an. Das heißt, hier baut der Bulle immer mehr Druck auf und sprengt schließlich den Deckel nach oben auf. Das heißt, hier ein ganz klares Kaufsignal, einmal aus Sicht der Charttechnik, zum anderen aus Sicht des EMA 200, der ja wichtiger Trendfilter ist. Das heißt, auch hier ganz klar für mich ein Long-Kandidat. Was muss ich jetzt wieder wissen? Naja, wie komme ich denn hier rein und wie komme ich denn hier raus aus der Nummer? Im Stundenchart sehen wir das schon sehr, sehr schön. Wir sind also hier an dem Ausbruchslevel fast schon wieder dran. Das heißt, man könnte jetzt hier eine Long-Position suchen. Aber ich muss wiederum wissen, Linienchart, beziehungsweise Linienskript, hier soll der Stop-Loss hin unter das letzte Tief. Der Einstieg kann jetzt zum Marktpreis erfolgen beispielsweise. Was kostet mich denn der ganze Spaß, wenn es nach hinten losgeht? 22 Euro. Das heißt, hier kann ich wieder wirklich mit kleinsten Konten schon traden. Schauen wir mal kurz auf das Lotgrößenskript. 1,1% Risiko vom Depot sind 0,05 Lot. Das heißt, ich handle jetzt hier nur 0,4 Lot. Machen wir das Ganze fix. 0,04 Lot. Kann ich zum Marktpreis kaufen. Der Stop-Loss soll unter das letzte Tief bei 1,2861. Und ich kaufe die Position direkt rein. Einzige, was ich bezahle, sind 24 Cent Commission und ich bin schon long drin in diesem Währungsbereich. US-Dollar, kanadische Dollar, 0,04 Lot zum Marktpreis gekauft. Stop-Loss liegt unter dem letzten markttechnischen Verlaufstief und wir haben ein wunderbares Kaufsignal. Handeln können wir das jetzt natürlich ganz weit nach oben bis zum nächsten Widerstand. Wir managen die Position dann einfach gemeinsam hier, wenn sich ein Trend entwickeln kann. Also auch hier wirklich eine schöne Situation. Auch im Stundenchart, das ist ganz klar, ein Aufwärtstrend. Das heißt hier ein schönes Beispiel. Wir können also hier einen grünen Bullen eintragen. Und wir haben die beste Situation, die man sich wünschen kann. Die Trends laufen alle in die gleiche Richtung. Wir können hier das Go geben und traden. Euro-Yen sehe ich schon. Das sieht alles so ein bisschen düster aus. Schauen wir uns auch hier vielleicht nochmal den Euro-Yen gemeinsam an, dass ihr da auch so ein bisschen die Praxis reinkriegt. Geht los im Wochenchart. Denke, da braucht man nicht drüber diskutieren. Abwärtsgerichtet Tageschart ist natürlich vom Trend her auch nochmal schön. Also es geht hier wirklich schön an den Hochs, immer an einer Trendlinie lang. Wir konnten uns etwas erholen. Wir sind auch schon wieder am alten Ausbruchsniveau dran. Das heißt, man könnte auch hier jetzt natürlich schauen, wie sieht es denn im Stundenchart aus. Oh ja, der ist neutral gestellt, aber macht ja nichts. Es soll ja eigentlich nach unten gehen. Das heißt, ich lege wieder meine Sell-Stop-Order und das Tief, mein Stop-Loss hier übers Hoch und trade das Ganze natürlich. Schau kurz auf die Skripte drauf. Hilfsskript, Stop-Loss-Linie rot, Einstiegslinie grün, da kann ich schon mal nicht viel verkehrt machen. Geld, Skript draufziehen, kleinste Einheit kostet mich 35 Euro. Und dann noch das Lotgrößenskript, 0,03 Lot kann ich mir erlauben, wenn ich 1% maximal verlieren will. 0,03 Lot darf ich. Pending Order muss ich, Sell Stop soll aktiviert werden unter dem letzten Tief 114,45 und hier das Stop Loss über das letzte Hoch 118,47. Order wird platziert, hat schon den Stop Loss drin und dementsprechend kann erstmal hier nicht mehr viel schief gehen, bis ich eben hier mein Prozent vom Depot verloren habe. Ja, es gibt viele interessante Pärchen im Moment, wie ihr seht.
denke, ihr könnt jetzt hier ja, euch auch so ein bisschen zu Hause helfen, in gute Trades reinzufinden, was wir ja sowieso machen werden in dieser Webinarreihe hier bei ThinkForex. Wir werden ja sowieso jetzt viel gemeinsam handeln. Das heißt, wenn ihr euch hier anmeldet, habt ihr ja gemacht, dann seht ihr ja hier unten schon, wir machen noch Marktprofil, wir machen Fibonacci, wir machen nochmal die Trenduntersuchung, wir machen Ausbrüche zusammen. Das heißt, es wird noch ganz interessant. Das sollte heute so ein bisschen euch erstmal den Horizont eröffnen, den wir hier haben. Wir können auch hier natürlich die Position gemeinsam verfolgen, die wir hier auch immer zusammen eröffnen. Jetzt ist erstmal die Frage an euch an dieser Stelle, weil wir haben die Stunde schon wieder fast rum. Habt ihr Fragen zum Thema? Habt ihr vielleicht noch Basiswerte, die euch interessieren, die wir uns nochmal gemeinsam anschauen sollen? Habt ihr andere Anmerkungen an mich? Ansonsten schaue ich nochmal kurz in den Chat. Der Hartmut fragt jetzt gerade, was ist, wenn der Kurs unter die 2000er absteigt, der 200er aber steigend. Das muss ich jetzt nochmal kurz lesen. Was ist, wenn der Kurs unter der 2000er ist, aber steigend? Der Kurs unter der 200er ist, aber steigend. Hartmut, da musst du mir jetzt nochmal ganz kurz helfen. Meinst du, die EMA 200er Linie ist ansteigend oder ist der Kurs ansteigend? Temporär. Das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen. Ansonsten machen wir auch die Thematik zu den gleitenden Durchschnitten hier nochmal komplett in einer ganzen Stunde zusammen. Das heißt Trenduntersuchung am 7.9. zeichne ich natürlich auch wieder auf. Würde dann auf jeden Fall hier das Thema auch nochmal bestätigen. Also Hartmut meint jetzt, wenn die 200er EMA-Linie ansteigt, aber der Kurs drunter ist. Situation kann vorkommen, wird aber relativ selten sein. Ich würde immer das Ausrichten am Periodenschlusskurs. Das heißt, ist die Kerze drüber, dann gehe ich von einem Aufwärtstrend aus. Ist die Kerze drunter, egal ob hier irgendwas steigt, fällt oder wie auch immer geartet ist, ich würde das wirklich knallhart als mathematischen Trendfilter nehmen. Weil der Vorteil ist von diesen Trendfiltern und von dieser Matrix, ihr schaltet den Kopf aus und euer Kopf wird euch immer einen Streich spielen. Ihr wollt immer in die Richtung handeln, beziehungsweise wollt immer, dass die Kurse in die Richtung sich bewegen, in die ihr investiert seid oder eben an die ihr glaubt. Und diese EMAs schalten den Kopf aus. Dieses Trading, die Trading Matrix schaltet den Kopf aus. Jetzt werden sich viele noch fragen, beziehungsweise hat auch schon jemand gefragt, diese Skripte, diese Hilfsskripte, die ich hier benutze, die gibt es zum einen natürlich kostenpflichtig, das muss aber nicht unbedingt sein. Ich kann euch den Link mal in den Chat einstellen, das heißt, ihr müsst euch aber hier nicht unbedingt da jetzt 49 Euro dafür bezahlen, weil so sehr viel können die nun auch wieder nicht. Das sind relativ einfache Rechenschritte, die hier gemacht werden. Ich mache es jetzt einfach so, alle diejenigen, die sich hier bei ThinkForex ein echtes Konto holen, die bekommen von mir einfach diese Skripte dazu geschenkt. Das wäre also, denke ich, für den einen oder anderen auch ganz hilfreich. Die meisten können das vielleicht auch so ausrechnen, das ist halt ein bisschen aufwendig, das jedes Mal auszurechnen. Das heißt, immer dann, wenn ihr euch jetzt hier ein Konto aufmacht über unseren Link, über brokerstars.de, dann könnt ihr hier gerne auch die Skripte von mir geschenkt bekommen, wer sie denn haben möchte. Ansonsten, wenn ihr irgendwas braucht, Excel-File beispielsweise, Trading Matrix schicke ich euch gerne zu, die PowerPoint schicke ich euch gerne zu. Einfach kurze E-Mail an mich schreiben, info@trading-stars.de, und dementsprechend zeige ich euch auch hier nochmal die letzte Folie von heute Abend. info@trading-stars.de erreicht ihr mich, könnt ihr mir gerne auch eure WWchen schicken oder einen Chart analysieren, wenn ihr Lust habt. Ansonsten nochmal die Links von heute Abend, Trading Stars sowieso interessant, Broker Stars auch, und ja, ansonsten Demokonto aufmachen, beim nächsten Mal mithandeln, oder wer natürlich auch die Skripte braucht oder mit ein bisschen echtem Geld auch schon mal agieren will, ihr seht, man kann das Risiko hier sehr klein skalieren, auch wenn man das ordentlich macht, dann einfach ein Konto aufmachen, sodass wir beim nächsten Mal dann auch das alles gemeinsam machen können. Ich bedanke mich für die Teilnahme. Hans-Joachim hat noch gefragt, wie sind deine Erfahrungen mit dem Broker? Da sei so viel an dieser Stelle gesagt, wir machen keine Geschäfte, Webinare oder Empfehlungen für Broker, mit denen wir schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, wir arbeiten nur für Broker, die auch ja, für den Privattrader hier angebracht sind. Das heißt, wir werden euch hier keinen Broker vorstellen, beispielsweise wie Plus 500 oder ähnliche Klitschen, sondern es wird immer etwas dahinter stecken, sodass ihr da auch eine gewisse Qualität finden werdet. Von daher
kann ich hier guten Gewissens euch das empfehlen. Schaut euch das auch gerne, wie gesagt, einfach selber an. Immer Demokonto einfach mal laufen lassen. Einfachste und erste wichtige Indikation für einen guten Broker ist schon, dass die Kurse ordentlich aussehen, dass hier keine Kurslücken drin sind, dass hier die Kerzen ordentlich aussehen. Man sieht sehr, sehr schnell bei einem schlechten Broker im 5-Minuten-Chart beispielsweise, dass hier dann Lücken auftauchen. Gerade wie heute, wenn da so ein bisschen Action reinkommt in den Markt, da sollte hier keine Lücke dazwischen sein. So ist ein guter Chart, so soll er aussehen und da kann man schon relativ viel davon ablesen. Alles andere bekommt ihr auch relativ zügig selber mit. Wenn es da Probleme geben sollte mit einem Broker oder ähnlichem, sieht man das sehr, sehr gut immer natürlich an den Datenfeeds für die einzelnen Währungsbrechen. Die sollten zusammenhängend sein, die sollten keine Lücken aufweisen und es sollten ordentliche Kerzen sein, wie sie jetzt beispielsweise hier zu sehen sind. Ja, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Es hat Spaß gemacht, wie immer. Ihr habt gut mitgemacht. Ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wie gesagt, nächsten Mittwoch geht es hier schon weiter. Mit dem Marktprofil, Trading mit dem Marktprofil, das wird hochinteressant für diejenigen, die es noch nicht kennen. Ansonsten, wer nächste Woche ein bisschen Zeit hat, der kann hier gerne beim Live-Trading-Room mitmachen von uns, machen da so einen kleinen Test. Wir wollen so eine ganze Woche zusammen traden, da ist dann auch wieder unser Mittwochabend-Webinar natürlich dabei. Wer sich da anmelden möchte, mitmachen möchte, kostet euch nichts, der kann da gerne auch mitgestalten. Link habe ich euch in den Chat gestellt, würde mich freuen, wenn der ein oder andere da nächste Woche vielleicht dabei ist. Und ansonsten entlasse ich euch jetzt in den Abend, wünsche viel Erfolg beim Trading, wenn ihr diese Woche schon aktiv seid. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, meldet euch einfach bei mir, ich bin gerne für euch da. Bis zum nächsten Mal und euch alles Gute. Dankeschön.